Ja, moin. Ich weiß ja nicht, wie bei euch die Pandemie aussah, aber bei mir gab es da ein Game, das absolut dominiert hat. Ich habe wirklich die komplette Pandemie benutzt, um meine Minecraft-Welt zu bauen. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte sonst nichts zu tun. Vor allem war ich damals noch in der Uni eingeschrieben und während den Vorlesungen wäre ich halt sonst eingeschlafen. Es hat mir wirklich geholfen, mich besser zu konzentrieren, wenn ich einfach nebenbei Minecraft gespielt habe. Ja, meine Welt ist dementsprechend groß und ich war hier schon ewig nicht mehr drauf. Und ich habe ganz ehrlich mal Bock, das selber auch mal wieder anzusehen. Aber ich sollte mal dahin fliegen, wo alles angefangen hat. Es ist halt so weird, das Ganze nach so langer Zeit wieder zu sehen. Als ich die Welt irgendwann 2019, 2020 gestartet habe, war das hier meine Mainbase. Beziehungsweise ist das hier zumindest der Ort. Ich habe das komplett renoviert, also von meiner Mainbase ist nichts mehr da. Was eigentlich echt schade ist. Ich habe das auch damals noch mit einem Kollegen zusammengespielt, aber der hat dann irgendwann aufgehört, weil er keine Lust mehr hatte. Aber ich sag mal so, der hat auch relativ groß gebaut. Also das hier ist von ihm. Es ist leider echt nie fertig geworden. Ich hätte es gerne mal fertig gesehen. Also ich finde das wirklich hübsch. Und das da hinten ist auch von ihm. Also dann gucken wir mal, was ich diese 2-3 Jahre so gemacht habe. Das ist eigentlich echt traurig. Das hier war mein erstes Projekt. Diese Statue. Und mir gingen gleich die Raketen aus. Scheiße. Ich hatte halt noch nie irgendwas Organisches gebaut. Und das wollte ich hier mal probieren und hatte dann ab der Hälfte keinen Bock mehr. Und deswegen wurde die auch nie fertig. Ich finde, bis dahin ist es ganz gut geworden. Aber das hat halt ewig lang gedauert. Vor allem habe ich das noch gebaut, bevor ich eine Elytra hatte. Das heißt, ich musste immer wieder runterspringen, woanders hin. Meistens dann zu meinem Kollegen hier aufs Haus drauf und dann zurückgucken, wie es dann bis jetzt aussieht. Weil müsste da unten nicht noch meine improvisierte Mobfarm stehen, die absolut nie funktioniert hat. Die war wirklich so ein Rotz. Yes, hier geht's runter. Da dachte ich mir noch, nee, ich brauche kein Tutorial. Ich krieg das alles Freestyle hin. Ja, jetzt chillen da ein paar Glow Squids. Man sieht auch in der Aufnahme absolut gar nichts. Perfekt. Ich habe ja auch damals noch richtig viel gestreamt immer, aber irgendwann habe ich dann das Interesse daran verloren. Aber ich werde wieder irgendwann anfangen zu streamen. Das ist auf jeden Fall geplant, aber im Moment habe ich einfach nicht die Zeit dafür. Ja, zweites Projekt war dann diese große Brücke, auf die bin ich wirklich stolz. Ich finde, die ist ganz gut geworden. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie viel Quarz ich sammeln musste, weil ich das hier unbedingt aus Stufen haben wollte und nicht aus ganzen Blöcken. Boah, das hat auch ewig gedauert. Das war noch bevor man die traden konnte. Ich muss mal kurz neue Raketen holen. Ja, und dann kommen wir zu dem aufwendigsten Gebäude, was ich jemals gebaut habe und auch jemals bauen werde. Kurze Erinnerung, ja, das ist alles Survival. Ich meine, das ist ernst. Mein Gott, ich war den ganzen Tag zu Hause. Was soll ich denn sonst machen? Wieso habe ich denn eigentlich gedacht, dass Schwarzeiche mit Prismarin eine gute Farbkombo ist? Braun mit Dunkelblau. Ja, das sieht ja richtig scheiße aus. So, guten Abend, die Herren. Der Innenraum ist absolut hässlich. Hier war mal früher mein Lager drin, aber das habe ich auch irgendwann wieder verschoben. Aber was ich eigentlich am coolsten finde, ist der Bereich hier unten. Das hier war alles mal Meer. Heißt, ich habe den kompletten Bereich hier trockenlegen müssen. Und dämlich wie ich war, habe ich auch da wieder kein Tutorial angeschaut, sondern habe das alles mit Sand aufgefüllt und dann wieder abgebaut. Ich habe das mal durchgerechnet, das müssten ungefähr eine 500.000 Blöcke sein. Also falls ihr euch fragt, was ich die paar Jahre in der Uni gemacht habe, das hier. Ja, und in den offenen Bereich habe ich dann so ein kleines süßes Dorf reingesetzt. Ich finde das legit immer noch ganz hübsch, also das kann noch mithalten. Also auch wenn man hier mal so in First-Person-View hier unten rumläuft. Wieso habe ich das damals so schön gebaut? Ich habe das viel hässlicher in Erinnerung. Hier kann man auch rausgucken ins Meer. Das war dann der Punkt, wo ich ein bisschen detailreicher gebaut habe und dementsprechend auch nicht mehr so gut aufgepasst habe in der Vorlesung. Von der Seite sehen die Häuser übrigens so aus, ne, damit ich das auch mal gezeigt habe. Ich wollte dann irgendwann den Bereich im Meer hier abtrennen und habe dann angefangen, diese fette Mauer hier zu bauen. Auch viel zu aufwendig, einfach nur, weil ich hier irgendeine Mauer haben wollte. Genauso diese ganzen Sechsecke, die alle auf verschiedenen Höhen sind und jeder davon einzeln designt worden ist. Ach stimmt, und hier unten habe ich dann noch ein zweites Dorf gebaut. Hier drinnen sind quasi die gut verdienen. Hier sind die FDP-Wähler. Und hier unten sind dann die Geringverdiener. Aber hier ist auch jedes Haus ein bisschen anders. Hier habe ich dann so gelernt, so Freestyle zu bauen, dass ich einfach die Blöcke irgendwie hinklatsche und dann so eine Art Hausform daraus mache. Das hat eigentlich echt ganz gut geklappt. Und auf diesen Boden bin ich mega stolz. Das sind auf der einen Seite solche Fichtenfalltüren und Barrels. Das passt so gut zusammen. Jetzt bin ich mit der Reihenfolge durcheinander gekommen. Den Asia-Tempel hinten habe ich eigentlich noch vorher gebaut. Moment. Da wurden mir eine Zeit lang richtig viele Häuser auf Insta vorgeschlagen, die solche Regenbogendächer hatten. Und dann wollte ich das selber bauen. Ich finde es echt cool. Das Pattern habe ich mir auch selber überlegt. Und dann kommen wir zu meiner zweiten großen Base. Warum ist hier ein Beacon? Der stört ja absolut das Bild. Der Kollege hier. Da habe ich dann wieder besser in der Vorlesung aufgepasst, weil das war einfach nur geradeaus Blöcke bauen. Da war jetzt nicht viel Kreativität dabei beim meisten Bauprozess. Und ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme merkt, aber die Framerate kackt richtig hart ab, weil hier drin ist mein Lager. Und das Ding ist vollautomatisch und wirklich vollautomatische Lager sind ein absoluter Segen in Minecraft. Wirklich, ich könnte nicht mehr ohne. Ja, nur die Framerate mit Shader findet das nicht ganz so lustig. Wir können mal ganz kurz pennen gehen. Hier habe ich auch noch so vereinzelte Häuser hingesetzt. Da hinten müssten, ja, hier ist auch noch so ein kleines Dorf. Hier habe ich auch noch ein paar Häuser hingesetzt. Hier sind so ein paar Skelette. Hier vorne sind ganz viele Schwerter im Boden. Das war dann so an Elden Ring angelehnt. Das war, als das rauskam. Und ich weiß noch, wie ich damals gestreamt habe und sich die Leute aufgeregt haben. Aber du machst ja gar nicht jeden Baum custom. Das ist voll scheiße, was du baust. So, Junge, sehe ich aus, als hätte ich hier Bock, jeden Baum custom zu bauen. Ich meine, ja, wahrscheinlich sehe ich so aus mit dem Rest, was ich hier gebaut habe, aber Bäume bauen bin ich halt schlecht drin. Und das war dann eigentlich mein nächstes Projekt, aber das habe ich dann nicht mehr fertig gebaut. Ich kann mich erinnern, dass mein Nether Hub absolut goofy war. Ich meine, ja, innen sieht er ganz cool aus, aber wenn wir mal rausfliegen. So, I'm sorry, aber was ist das denn? Der Piglin Trailer auch maximal scuffed. Genauso wie die Guardian Farm. Also, die sieht halt wirklich am schlimmsten aus. Ich muss wirklich anfangen, mehr mit Tutorials zu arbeiten, aber ich
denke mir immer so, ja, das kriege ich schon irgendwie hin und dann kommt sowas dabei raus. Mal gucken, ob ich noch weiß, wo meine ganzen Farmen sind. Es ist halt auch für mich wirklich lange her, dass ich hier effektiv gespielt habe. Diese dreieckige Base von innen sieht, by the way, so aus. Die sind immer wieder so Schlitze an Licht, die durchkommen, weil ich da Pfade genommen habe und da, das sind halt keine ganzen Blöcke, deswegen scheint hier immer etwas Licht durch. Auf der Rückseite meiner Base habe ich mir auch viel zu viel Mühe gegeben, hier überall so Pfade und sowas reinzusetzen, dafür, dass die im Endeffekt wahrscheinlich keiner anschauen wird. Da hinten raus müsste irgendwo die Blumenfarm sein, die ist aber nicht so interessant, also da müssen wir nicht hinfliegen. Wait, ich muss euch meinen Folterkeller zeigen. Hier sind auch noch die Überreste vom Villager fangen. Hier ist unser Gefängnis, alle Verzauberungen in diesem Spiel gibt. Hier ist immer unten einer eingesperrt. Wie ein Villager-Trader halt aussehen sollte. Und auch maximal ineffizient, weil die alle halt die normalen Preise haben und ich die nie runtergesetzt habe. Und bevor jetzt irgendwelche Leute wieder kommen, aber du fliegst doch, das ist gar nicht Survival. Du hast einfach nur die Updates der letzten 8 Jahre nicht mitbekommen, man kann schon ewig fliegen. Wir haben auch noch eine Goldfarm im Nether, aber ich habe legit keine Ahnung, wo die war. Hier unten ist noch die Eisenfarm, da drüben ist die Schafsfarm. Wait, ich habe hier drinnen auch einen Supersmelter, der sieht auch maximal scheiße aus, einen Moment. Hier oben steht er. Like, was ist denn das eigentlich für ein Apparat? Ich habe das damals auch gar nicht so wirklich wahrgenommen, wie groß das hier alles ist, weil ich das halt als ganz normal empfunden habe, den ganzen Tag Minecraft zu spielen, weil mir hat das Game halt einfach übertrieben viel Bock gemacht. Jetzt im Nachhinein sehe ich schon auch, ich habe vielleicht etwas übertrieben. Ja moin, werden hier ein Loch reingerissen. Aber ich hoffe, euch hat diese kleine Roomtour gefallen. Ich hatte einfach nur mal ein Bedürfnis, meine Minecraft-Welt von damals der Welt zu zeigen, um zu zeigen einfach nur, wie hobbylos ich eigentlich bin. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen oder auch ein Abo. Ich mache ganz viele andere Formate jetzt auch noch auf diesem Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!